Ein Tongefäß klingt schepperig, tönern. Wenn es zu hart angefasst wird, bekommt es schnell Risse und Brüche und ist dann meist nur eingeschränkt verwendungsfähig. Ist ja dann, wenn es zum Beispiel einen Riss hat, nicht mehr ganz dicht, angeschlagen, wertlos. Ich habe so eine alte Teekanne. Da sie von einer Frau ist, die ich sehr mochte in ihrer Offenheit, die sie im hohen Alter mir gegenüber hatte, halte ich diese kaputte Kanne noch etwas in Ehren, wie man ja so sagt. Eine Kanne mit einem Sprung und einem Loch kann ja nicht mehr für den Zweck so gebraucht werden, wofür sie mal geformt wurde. Wenn du allerdings eine besondere Liebe zu diesem Gegenstand hast, wirst du ihn vielleicht doch noch gebrauchen, vielleicht als Übertopf für eine Blume oder wofür auch immer. Gott hat so eine besondere Liebe zu dir, die Risse und Brüche in deinem Leben, die sieht er, die Verletzungen deiner Seele, die es dir selbst vielleicht schwer machen. Er steht an deinen persönlichen Grenzen, wo du nicht weiterkommst mit dir selbst, vielleicht im Lieben und Vergeben, in der Annahme deiner selbst, was auch immer es ist. Paulus schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther im 4. Kapitel, Gott hat es in unserem Herzen Licht werden lassen, um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi zum Strahlen zu bringen. Doch wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Tonkrügen, denn die überlegene Kraft soll Gottes sein und nicht etwa von uns selbst ausgehen. Ja, wenn ich mich vergleiche mit einem solchen Tongefäß, das Risse hat und Löcher hat, nicht mehr ganz dicht ist, das vielleicht für vieles nicht mehr zu gebrauchen ist, so hat doch Gott einen anderen Blick auf mich. Er, der mich durch und durch liebt, der mich mit diesen Verwundungen liebt, mit diesen Macken. Er macht sich nicht daran fest, dass ich perfekt und heil sein muss. Er scheint so angeschlagene Typen zu mögen. Er will dich gar so, wie du bist. Du musst nicht super sein. Es reicht doch, dass er super ist und dass er dich super findet. Und ich glaube fest daran, er macht was daraus. Nicht irgendetwas, auch nichts Zweckentfremdetes. Nein, er ist der wahre Künstler, der aus Brüchigem etwas zu machen vermag, der dich vielleicht sogar so deiner Berufung zuführt. Denn kehren wir noch einmal zu diesem Tongefäß zurück, so wie ein Licht nur in den Rissen, Brüchen und Löchern durch so ein Tongefäß leuchten kann, wenn man es hineinstellt. So will er durch dich leuchten. Er will in dir sein und durch dich leuchten. Ja, Gott ist ein echter Schatz. Man könnte sagen, mit seinem Licht, das er selbst ist, macht er dich auf andere Weise dicht. Durch dich leuchtet es. Das ist doch eine herrliche Einladung. Akzeptiere Jesus und er beginnt sein Werk des Leuchtens aus dir. Was das mit dir macht? Nun, so du zu ihm gehörst, wirst du sein heiliges Gefäß, sein Werkzeug in dieser Welt. Angeschlagen, eingeschränkt verwendungsfähig oder gar unbrauchbar nach irgendwelchen Maßstäben. Mag sein. doch bei Gott weit gefehlt. Überlass es, überlass dich ihm. Und das Wunder hat begonnen. Gott hat es in unserem Herzen Licht werden lassen, um die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi zum Strahlen zu bringen. Doch wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Tonkrügen, denn die überlegene Kraft soll Gottes sein und nicht etwa von uns selbst ausgehen. Wer Jesus annimmt in seinem Leben, trägt ein Licht in seinem Herzen. Ich bete. Jesus, dein Kommen in mein Herz ist der Beginn einer Freundschaft, die ich nicht mehr missen möchte. Keiner ist wie du. Du kommst und nimmst mich an, wie ich bin, mit allen Brüchen und Rissen, mit allen Fragen und allem, wo ich mich selbst nicht mag, wo ich nicht weiterkomme. Aus dieser deiner Liebe heraus kann sich mein Leben verändern, kommt bleibendes Licht in alle Winkel meines Herzens. Und es leuchtet nach deinem Willen in diese Welt. Dafür will ich zur Verfügung stehen. Du kennst mich und du wirst was daraus machen. Ich vertraue dir. Amen.